Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ich soll mal wieder auf Iratsch TV reagieren und das machen wir doch super gerne. Mir wurde nicht hingeschrieben, auf welches Video genau, deshalb habe ich mir jetzt einfach mal Adventskalender Folge 6 angeguckt, sondern hier aufgemacht, weil Verfolgungswahn hört sich sehr cool an, habe ich nämlich auch jeden Tag. Kennt ihr das? Ich habe das Gefühl, dass ich mich selber jeden Tag verfolge. Das ist so nervig. Man will in die Bahn, man will Ruhe haben und ich bin trotzdem da. Macht das Sinn? Nee, ne? Wir gucken einfach. Ich such den Hauptbahnhof. Hauptbahnhof? Wie leise. Ist da auch dieses Einkaufszentrum, wo so ganz... Ja, genau. Ja, das Einkaufszentrum. Bisschen leiser. Ein bisschen leiser nur. Warum? Sorry. Warum? Ich da hin, wo das Einkaufszentrum ist quasi. Ich sag mal hier... Ein bisschen, kannst du flüstern bitte? Warum flüstern? Einfach flüstern, damit die uns nicht hören. Aber ich will dahin gerne. Das ist damit die uns nicht hören. Oh, scheiße. Oh, geil. Damit die. Boah, ohne Mist. Oh, der Blick vor allem. Alter, verpiss dich jetzt. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Aber müsst ihr euch mal reinziehen. Ihr seid in der Stadt, da kommt so einer, damit die uns nicht hören. Da würde ich einfach nach oben gucken. Ja, sind die jetzt endlich mal angekommen, die Ex-Menschen. Scheiße, geil. Ja. Ich höre die gar nicht, ne? Nach links. Ja. Dann nach links. Ah, dieses. Wie lachst du das aus? Was war das? Das war mein Handy. Okay, sorry, ich dachte, du wärst es. Die dürfen uns nicht hören, weißt du? Die dürfen uns nicht hören. Ich hab da hinten ein Loch gebuddelt. Da können wir uns verstecken. Ich hab ein Loch gebuddelt. Buddelt ein Loch. Da können wir uns verstecken. Ich muss kurz ein bisschen untertauchen. Boah, Alter, ich hätte auch in dem Moment eigentlich voll Angst, dass es so ein Schwerkrimineller wäre, ne? Ich müsste kurz untertauchen. Da würde ich einmal sagen, hier, pass auf, wenn du was geklaut hast, wenn du hier Millionen hast, dann will ich die Hälfte abhaben, sonst verpfeife ich dich, mein Guter, ne? Hast zwei Varianten, verpfeifen oder du gibst mir was ab. Wenn ihr mir was abgibt, dann sage ich, okay, tschüss, danke. Ja, ich bin, ne? Ach, ist da. Da kommt der los. Wie lange wegkommen hier von hier? Der Bahnhof ist da. Wo genau? Ja, da gehe ich ja gerade hin. Gehst du da gerade hin? Kommst du gerade von da? Ja. Hast du da zufällig Leute gesehen, die mich gesucht haben? Das waren so in so schwarze, schwarz gekleidet. Die hatten so Kapuzen. Nein, nicht so. Der denkt sich auch, Alter. Ich kenne dich ja gar nicht. Wusstest du, dass ich zum Bahnhof will? Ja. Bist du einer von denen? Ich würde einfach sagen ja. Nein? Ich würde einfach sagen, ja, bin ich. Bist du Jack? Ein Echsenmensch? Nein, bin ich nicht. Wie heißt du? Geht dir nichts an? Ich kenne sie nicht. Boah, du bist Jack, oder? Er ist halt schon selber mega verwirrt, ey. Der überlegt jetzt gerade, ob das alles echt ist oder ob der Typ einfach nur eine Psychose hat, ne? Das ist so krass, ey. Nein. Wenn sie jetzt nicht aufhören, hast du ein Problem mit mir. Hör auf, mir zu folgen. Ich muss da lang. Hey! Hör auf, mich zu... Ja, ich such den Hauptbahnhof. Ja, ich kenn dich, Irat. Ich kenn dich. Versteht der Kamera. Ich hab grad das typische Déjà-vu, mein Kind. Wieso Déjà-vu? Habt ihr schon mal so einen Typen getroffen, oder was? Ja. Bleib mal ganz kurz stehen, ich kann das erklären. Ich kann das ja erklären, wirklich. Ich weiß. Nein, wir filmen mit versteckter Kamera. Das war nur ein Joke. Guck mal, ich bin gar nicht verrückt. Lass mich ganz kurz einmal erklären. Guck mal, ich tue gerade so, als wäre ich so ein bisschen paranoid und denke, dass ich gleich verfolge. Aber ich verstehe den auch so ein bisschen, ne? Also, bei mir so hier in der Gegend ist das Problem, dass es an der Tagesordnung, dass solche Leute entgegenkommen. Also, so und, klar, wenn ihr auch selber solche Leute kennt, da wird man natürlich ein bisschen anders, ne? Also da hat man auch keinen Bock mehr. Dann. Ist okay, wenn du mit dabei bist, das war echt eine coole Reaktion. Zuhören. Ja? Alles klar, danke. Kann man das auch sehen oder ja, klar, auf YouTube. Ja. You see this guy? We are just. Yeah, we have a YouTube channel. We are just joking around.
War aber ein cooles Video, fand ich echt cool. Wenn es euch gefallen hat, würde mich das freuen, wenn ihr, ja, ne, würde mich halt freuen. Und ja, keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video im